Es gibt zwei Arten, eine Frau anzusprechen. Die erste ist das klassische Anbaggern. Das siehst du sprichwörtlich wie im Film, wenn der Bauarbeiter vom Straßenrand aus einer Frau hinterherpfeift. Und zweitens der aufrichtige Interessent. Sprechen wir nochmal vom Anbaggerer. Was ist wirklich sein Ziel? Möchte er diese Frau wirklich kennenlernen? Möchte er generell erfolgreicher sein mit Frauen? Oder möchte er sich selber und seinen Kumpels einfach nur was beweisen? Glaubt er wirklich, dass sie sich auf sein "Hey, Püppchen!" umdrehen wird, ihn anstrahlt, sich für ihn interessiert, ihm ihre Nummer gibt und mit ihm auf ein Date gehen möchte? Eher unwahrscheinlich, oder? Aber nehmen wir an, es gibt einen Mann, der sieht eine Frau und sieht sofort, diese Frau möchte ich kennenlernen. In ihm zieht sich alles zusammen. Er merkt, in seinem Bauch, da flattert es, er wird total nervös. Aber er nimmt all seinen Mut zusammen, geht zu ihr hin, spricht sie an und macht sein Interesse klar und deutlich. Was macht diesen Mann anders? Und warum wird dieser Mann höchstwahrscheinlich erfolgreicher sein als der erste? Was ist der Schlüssel dazu, dass er das kann? Erstens, er glaubt daran, dass es funktionieren kann. Denn das ist so. Dieser Mann hat wahrscheinlich festgestellt, hey, ich kann auf Frauen zugehen. Es gibt ein paar Dinge, die ich beachten muss und die werde ich jetzt herausfinden. Aber ich kann eine Freundin bekommen. Ich kann tiefe Verbindungen mit Frauen erlernen. Das ist alles möglich. Und das ist die wichtige Sache. Denn er zeigt aufrichtiges Interesse. Und das heißt nicht, dass er ihr Blumen schenken muss oder übereifrig freundlich sein muss oder sich irgendwie vor ihr klein machen muss und sich alles gefallen lassen muss. Nein, er sagt ihr einfach, hey, du bist mir aufgefallen. Ich musste einfach Hallo sagen. Hi, ich bin Andi. Wer bist du? Warum es wichtig ist, aufrichtiges Interesse zu haben und es sogar in Ordnung ist, wenn du nervös bist und sie ansprichst. Das möchte ich dir an folgendem Beispiel einmal erklären. Früher habe ich noch sehr viel geübt und viele Frauen angesprochen. Und so habe ich Nummern gesammelt und Nummern gesammelt. Aber aus all diesen Nummern ist oft nichts geworden. Und das hat sich immer wiederholt. Aber eine Frau hat jedes Mal herausgestochen aus der Menge. Diese Frau habe ich getroffen, mit ihr bin ich auf Dates gegangen und daraus wurde oft auch etwas Längerfristiges. Was meinst du war besonders an dieser Frau? Es war beinahe jedes Mal die erste Frau, die ich an diesem Tag angesprochen habe. Also fragte ich mich, wie erklärst du dir dieses Phänomen? Das Ansprechen dieser Frau war jedes Mal, wie als würde ich ins kalte Wasser springen. Es war jedes Mal aufs Neue nervös, angsteinflößend. Und ich musste mich jedes Mal dazu überwinden. Und dann irgendwann kam die Routine und ich war so routiniert, dass diese Connection mit dem Menschen vor mir gar nicht mehr wichtig war. Ich bin dann nur noch von Frau zu Frau zu Frau gegangen, um zu üben. Aber diese erste Frau, bei ihr war ich nervös, bei ihr hatte ich das Flattern im Bauch und ich hatte aufrichtiges Interesse. Ich wollte sie wirklich kennenlernen. Sie war die erste Frau an dem Tag, die mir in den Blick gekommen ist und ich habe mir gedacht, boah, sie muss ich kennenlernen. Und dann bin ich mit dieser Nervosität und diesem Flattern im Bauch auf sie zugegangen. Du hast sicherlich schon von dem Spruch gehört, Übung macht den Meister. Oder wie wir im Englischen sagen, Practice makes perfect. Die Sache ist, das stimmt nicht ganz. Der amerikanische Footballspieler und Footballcoach Vince Lombardi hat dazu gesagt, only perfect practice makes perfect. Also nur wer richtig übt, wird zum Meister. Und das passiert nicht nur mir. Ich beobachte oft bei meinen Klienten, gerade wenn sie angefangen haben, gecoacht zu werden, am Anfang ein Entwicklungsplateau. Sobald sie besser mit Frauen werden und vom schüchternen Doktoranden oder Techniker zum Mann werden, der regelmäßig ein, zwei, dreimal die Woche Frauen auf Dates wieder sieht, Affären hat und so weiter, schleicht sich die Genügsamkeit bei ihnen ein. Viele meinen dann, schon den Erfolg zu haben, den sie schon immer haben wollten. Aber eine Sache klammern sie dabei aus. Während sie auf diesem Entwicklungsplateau sind, sind die Frauen, die sie kennenlernen, nicht ihre Traumfrauen. Das liegt daran, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr trauen, auf die Frau zuzugehen, die ihnen wirklich den Atem verschlägt, wo sie wirklich nervös werden. Der Grund sind nach wie vor Ausreden. Früher, als sie noch keinen Erfolg hatten, hätte sich so eine Ausrede vielleicht so angehört. Oh, ich weiß nicht, ob sie angesprochen werden möchte, vielleicht fühlt sie sich gestört, beziehungsweise ich will nicht, dass die anderen das mitbekommen, vielleicht beobachten die uns. Und heute, mit ihrem moderaten Erfolg, sieht die Ausrede eben anders aus. Ach, ich muss mir nichts beweisen. Beziehungsweise, ich habe doch schon die Woche ein Date. Das hört sich jetzt hart an, aber zu was haben sich diese Männer quasi zurückentwickelt? Diese Männer sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem sich auch der Prolet befindet. Sie meinen ihr Ansprechen, das Kennenlernen von Frauen, gar nicht mehr aufrichtig. Sie suchen sich einfache Situationen aus. Situationen, bei denen sie denken, oh, die Frau, die wird mir bestimmt keinen Korb geben. Aber wenn du wirklich deine Traumfrauen in dein Leben und in dein Bett ziehen möchtest, dann musst du auch lernen, auf deine Traumfrauen zuzugehen.
Und das kann man lernen. Wenn du dich als ein ehrlicher, zuverlässiger Mann einstufst, der mit Frauen nicht nur auf der Oberfläche kratzen möchte, sondern wirklich tiefe Verbindungen mit Frauen möchte, dann bist du genau der Mann, dem ich schon so oft geholfen habe. Und wenn du herausfinden möchtest, ob ich dir dabei helfen kann, dann bewirb dich doch einfach für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Dann sehen wir, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und ob ich dir dabei helfen kann. Den Link findest du unten in der Beschreibung.